Hallo, mein Name ist Mario Götting. Ich bin freischaffender Künstler und komme aus Mühlhausen, Thüringen und betreibe in Mühlhausen eine kleine Malschule. Das ist das Kunsthaus. Wir wollen heute ein bisschen Acrylmalerei betreiben mit Amsterdam Spraydose und Amsterdam Farbe und natürlich einem Malmittel, das nennt sich Slow Drive Malmittel. Das ist nichts anderes als ein Trocknungsverzögerer. Gemalt wird auf einem handelsüblichen Keilrahmen. Wichtig dabei, Sie sollten sich immer einen vernünftigen Keilrahmen kaufen, der eine gewisse Qualität hat. Das sieht man vor allen Dingen eben, wenn man diesen Keilrahmen mal anfasst, dass man einfach das Gefühl hat, hier habe ich was in der Hand. Und vor allen Dingen, wenn man ihn dann von hinten sich auch mal anguckt, hier ist ein vernünftiges Holz verarbeitet worden, dass er sich nicht sofort, wenn ein bisschen Feuchtigkeit oder Spachtelmasse oder irgendwelche anderen Sachen da drauf kommen, dass er nicht sich sofort verzieht. Wir haben hier vorne gleich Keile. Ich habe hier schon mal ein paar reingemacht. Diese Keile mache ich immer sofort rein. Dann sind sie da, wo sie auch hingehören. Wichtig hierbei ist, dass der Keil immer in die Leinwand reinschaut. Ich zeige das jetzt einfach mal beim Reinstecken, dass der Keil in den Keilrahmen reinguckt. Wenn ich es andersrum machen würde, wäre das so, dann würde der so dran lang schauen. Das ist nicht so glücklich, weil man den Keilrahmen besser spannen kann, wenn der Keil so rum im Keilrahmen sitzt. Ich drücke das nur ein bisschen fest, hat in dem Fall keine spannende Wirkung. So, und jetzt fangen wir an. Ich gehe hier jetzt an meine Staffelei, stelle den Keilrahmen hier rein. Diese Kiste, die hier drum ist, das ist eine Sprühbox, einfach ausgedacht. Es geht einfach darum, dass der Sprühnebel sich in der Kiste hier sammeln kann und dass ihre Wohnung, das Atelier und sonst irgendwelche Ecken eben nicht mit Sprühnebel verschmutzt werden. Wie fangen wir an? Wir nehmen uns als allererstes unsere Sprühdose. Der Hersteller sagt, eine Minute soll man da durchschütteln. So, jetzt haben wir das gut durchgeschüttelt. Jetzt kommt unser Sprühkopf hier drauf. Da das ja richtige Acrylfarbe ist, ist das natürlich auch gar kein Problem, den Sprühkopf im Wasser einzulegen, damit er nicht verstopft. Das ist ja immer ein Problem bei Sprühdosen, dass wir eben hier oben eine total kleine Sprühkammer haben oder eine Sprühdüse und die setzt sich natürlich gerne mal zu. Das heißt also, wenn ich mit dem Sprühen fertig bin, dann mache ich einfach den Sprühkopf ab und schmeiß den hier ins Wasser. Das hat den Vorteil, dass ich nicht so viel Gas verbrauche, weil der Hersteller sagt eigentlich, dass wir, wenn wir gesprüht haben, ich die Sprühdose auf den Kopf stellen soll und sozusagen mit dem Gas in der Flasche diesen Sprühkopf reinige. Problem ist eben nur, wenn ich immer nur wenig sprühe, dann verbrauche ich sehr, sehr viel Gas und irgendwann habe ich kein Gas mehr hier drin und ich habe das Problem, dass hier ganz viel Farbe drin ist, aber ich eben nicht mehr dran komme. Deswegen Sprühkopf ab und einfach ins Wasser. Jetzt habe ich hier eine ganz normale Blumensprühe, die kennen wir ja alle. Wichtig, dass man hier mit Wasser neblig machen kann und ich sprühe die Leinwand mit Wasser. Wie sagen das die Damen? Nebelfeucht an. Wichtig beim Sprühen ist immer dran denken, hier ist so ein schwarzer Punkt, da kommt die Farbe raus. Wenn ich den Kopf aufsetze, sollte das nicht ins Gesicht zeigen. Ist mir schon passiert, dann hatte ich dann auf einmal ein schwarzes Gesicht. Dann mache ich immer so einen Sauberkeitsschuss, bis da Farbe rauskommt. Und beim Auftragen der Farbe immer dran denken, man sollte stoßweise arbeiten. Das heißt also einmal hin, einmal her, einmal hin, einmal her. Das ist hier reine Acrylfarbe, hat den großen Vorteil, ich kann natürlich mit Wasser ganz normal arbeiten. So, jetzt ganz wichtig, ich nehme den Sprühkopf und mache den einfach hier ins Wasser. Wichtig hierbei auch einfach nochmal gucken, dass der auch im Wasser drin ist. Ne? Also nicht, dass er oben drauf schwimmt, weil dann ist das Ganze natürlich dann auch wieder. Jetzt Pinsel, ganz einfach ein Rundpinsel.
Jetzt kommt das einfach wieder ins Wasser rein. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen noch von der Blumensprühe, sprühen da drauf. Und jetzt sehe ich, dass das wunderbar anfängt zu verlaufen. Das ist natürlich immer eine wunderbare Sache. Jetzt fängt das natürlich an, immer weiter zu laufen. Das heißt, ich muss jetzt von der Staffelei runter und muss auf dem Tisch arbeiten. So, jetzt habe ich die Leinwand auf dem Tisch liegen. Jetzt nehme ich mir ein bisschen schwarze Acrylfarbe, Amsterdam, zack, und einen Spachtel. Das gibt den Spachtel in unterschiedlichen Längen, Größen und so weiter. Hier ist, glaube ich, wichtig, dass man von vornherein sich einen aussucht, den man, mit dem man gut zurechtkommt. So, okay, und jetzt geht das weiter. Jetzt habe ich natürlich hier die Möglichkeit, mit der nassen Farbe, die hier noch drauf ist, schon mal ein bisschen zu modellieren. Man sieht, wenn man da schön locker rangeht, entstehen wunderschönste Hell- und Dunkelabstufungen. Und ich brauche hier an sich erstmal gar keinen Pinsel. Ich nehme gerne den Spachtel so, dass ich ihn auf die Kante stelle. Das heißt, hier sehen Sie, dass man damit richtig dünne Linien machen kann. Oder aber, was auch sehr schön ist, einfach mal Sachen rauszukratzen. Nehme ich einfach wieder ein bisschen Farbe auf und setze das hier in meine Waldlandschaft. Hier kann ich dann einfach schon Baumrinde und solche Sachen einfach locker leicht schon darstellen und man kriegt eben eine unwahrscheinliche Tiefe ins Bild. Dann kann ich natürlich dadurch, dass das einfach auch ganz normale Acrylfarbe ist, ganz normale Acrylfarbe, hier in dem Fall schwarz, mit dem Spachtel aufnehmen. Hier muss man ganz ehrlich sagen, seien Sie nicht zu vorsichtig. So ein Wald hat zwar ein System, das können wir aber nicht begreifen. Häufig sind wir einfach zu sehr darauf bedacht, ein Baum, kein Baum, 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 noch ein Baum und so weiter, dass das immer aussieht wie in so einer Reihenfolge. Das ist in einem richtigen Wald nicht so, sondern da ist also wirklich eine übergeordnete Ordnung, wenn man das mal so nennen will. Machen wir mal hier so ein paar Felsen hin. Da kann ich dann auch einfach mal ein bisschen noch mal Farbe aufbringen. Sehen Sie hier, dann nehme ich einfach diese schwarze Acrylfarbe und dann kratze ich mir eben hier einen Baum wieder rein. Jetzt kann man auch natürlich einen Pinsel benutzen. Ein bisschen Wasser dran und dann ziehe ich das mal hier lang. Das geht gut. Nehme ich ein bisschen Farbe auf. In diese Nässe rein. Was auch gut ist, ich kann auch mal den hinteren Bereich von so einem von dem Pinsel nehmen, um so leichte Abstufungen zu machen. Und was interessant ist, wenn das so langsam anfängt zu trocknen, dann kann ich eben hier unten mit diesen Strukturen, sage ich mal, sehr schön arbeiten. Nehme ich einfach mal, Sie sehen, da kann man eigentlich nichts falsch machen. So, jetzt nochmal Spachtel noch mal. So. Bisschen mehr Farbe. Und ruckizucki stehen da wieder ein paar Bäume. So, dann kann ich natürlich auch einfach noch mal ein bisschen Wasser aufbringen, dann wird das nicht ganz so langweilig. Oder aber
Was ich auch machen kann und mache einfach noch mal so ein bisschen stoßweise einfach noch ein bisschen Farbe hier drauf. So, nehmen wir uns mal noch einen dünneren Pinsel und gucken mal, was wir hier so machen können. Und da sieht man, wie schön das eben auch so nebelhaft aussieht. Hier entstehen wunderschöne Strukturen. So, dann natürlich soll es ja nicht ganz so düster aussehen. Also machen wir jetzt mal ein bisschen gelb und arbeiten ein bisschen Licht drauf. Ja, jetzt ist das Bild schön trocken. Wir haben es also ganz normal trocken geföhnt. So, und jetzt kommen zu einer Lasur. Wir machen jetzt hier eine schöne Lasur drüber mit Preußischblau. Machen wir hier einfach mal einen Klecks hin. So. Und einen Klecks Sienna gebrannt. Mal sehen, ob ich da überhaupt noch was rausbekomme. Ja, klappt doch. So. Wunderbar. Dann habe ich am Anfang schon mal darauf hingewiesen, hier dieser Trocknungsverzögerer, Slow Drive Medium, ist jetzt ganz neu auf den Markt gekommen, hat den großen Vorteil, ich brauche mir keine Gedanken mehr zu machen über Menge, wie viel kann ich der Farbe zusetzen, sondern hier ist es einfach so, so viel wie ich möchte, kann ich der Farbe zusetzen. Dadurch wird sie natürlich lasierender, verliert aber ihre Buttrigkeit nicht. Also wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich mache ein Kleckschen hier drauf. Das ist jetzt hier so milchig, wird aber durchsichtig. Schön gleichmäßig auftragen. Jetzt hebe ich das einfach mal ins Licht, gucke mal, ob das überall gleichmäßig aufgetragen ist. Sieht ziemlich gut aus. Und jetzt setze ich blaue, preußisch-blaue Farbe hier auf. Man sieht, wie leicht, wie schön die sich vermalen lässt. Ja, und was natürlich jetzt auch noch schön ist, jetzt nehme ich nochmal einen Pinsel. Und das kann ich natürlich hier einfach einen Stamm auch ausarbeiten. Wenn ich jetzt hier einfach so ein bisschen von dem Sienna an so einen Baum setze, oder einfach auch über diese Flächen hier drüber arbeite, färbt sich das sehr schön ein. Und man sieht, an so einem Stamm brauche ich an sich gar nichts mehr zu machen. Ich brauche jetzt noch mal ein Tuch. Damit kann ich natürlich auch Flächen komplett, mache ich mir einfach hier wie so eine Kante, eine Linie komplett rausarbeiten. Oder wenn ich jetzt praktisch hier unten eine Helligkeit haben möchte, dann arbeite ich mir das auch raus. Durch das Malmittel, was ich da drauf gegeben habe, habe ich die Möglichkeit, eben ganz gezielt und ganz lange an meinem Bild arbeiten zu können. Jetzt kann ich natürlich auch einfach rangehen und auch die Farbe noch mal mit dem Spachtel aufbringen. Ganz
unkompliziert, bis ich das dann so habe, wie mir das gefällt. Durch das Malmittel, was wir hier auf dem Bild haben, haben wir, wie gesagt, die Möglichkeit, eben auch lang noch etwas an dem Bild zu machen. Man sieht also, ich kann hier auch Spuren, Lichter reinkratzen mit dem Spachtel. Das ist natürlich auch, sag ich mal, eine sehr, sehr schöne Sache. Man muss eben einfach für sich entscheiden, wann ist mein Bild fertig. Der eine braucht das sehr, sehr aufwendig mit jedem Blatt, was gemalt werden soll. Der andere nimmt da ein anderes Stadium für sich in Anspruch, wo er einfach sagt, das Bild ist jetzt so fertig, wie es da ist. Für mich ist das Bild jetzt hier fertig. Das Schöne dabei ist, wir haben ja immer noch hier unten eine feuchte Fläche. Das heißt, ich kann auch einfach meinen Namen mit dem Spachtel in mein Bild reinkratzen. Das wäre eine Variante, die man sich jetzt hier farbig gestalten kann, mit etwas Grün- und Gelbtönen noch. Oder aber hier haben wir noch eine andere Variante, noch etwas zurückhaltender im Farbton. Und ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und beim selber entwickeln. Das ist natürlich das ganz Wichtige dabei. Probieren Sie mal nasse Hintergründe aus, sprühen Sie Farbe, kombinieren Sie die Sachen miteinander. Das ist das Schönste, was es beim Malen gibt. Und ich wünsche Ihnen viel Freude und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Götting. Tschüss.